Radio KW ist hier herzlich willkommen. Dröhnende Motorräder, Cowboy-Outfit und ziemlich coole Musik. The Boss Hoss kommen am 1. August wieder zu Thunderbike nach Hamminkeln. Und darauf ist Firmenchef Andreas Bergerfort zu Recht stolz. Boss Hoss hat bei uns vor 5 Jahren schon mal gespielt, damals zum 25-jährigen Jubiläum. Ich habe auch den Kontakt zur Band nie verloren. Es ist ja mittlerweile so populär, dass sie vor so einer kleinen Kulisse gar nicht mehr spielen würden. Und wir könnten gar nicht mit unseren Einnahmen so eine Gage decken. Jetzt haben die aber gesagt, komm, wir reduzieren unsere Gage auf ein erträgliches Niveau, damit noch ein bisschen Platz bleibt, auch um was zu spenden. Und so sind wir übereingekommen. Die spielen also wirklich ihr ganz großes Programm, stehen mit 14 Musikern auf der Bühne. Da gibt es also schon ein volles Line-up, auch volle Konzertlänge und das vor nur 2.500 Leuten. Also da freue ich mich ganz besonders drauf, weil das wird schon richtig geil, weil du bist halt direkt dabei. Und das Ganze kommt einem guten Zweck zugute. Die Kinderklinik ist in Siegen, eine der größten Kinderkliniken in NRW. Da fahren die Eltern hin, wenn sie wirklich Sorgen haben und ein Kind wirklich schwer erkrankt ist. Diese Klinik ist seit ein paar Jahren in der Not. Also die haben sehr schwer, auf einem ordentlichen Level zu arbeiten. Und da kommt die Intention her, denen unter die Arme zu greifen. Zu gewinnen gibt es auch was. Ab einer Spende von 5 Euro ist man im Lostopf für ein Motorrad im Wert von 39.000 Euro. Wahnsinn! Der absolute Hammer. Die entscheidende Frage lautet jetzt, ey Alter, wo bekomme ich denn jetzt die Tickets? Also die Tickets sind ganz einfach zu bekommen, bei uns bei thunderbike.de, im Rothaus natürlich auch, bei uns im Laden natürlich auch, aber ansonsten online, wir haben einen Internetshop, einfach auf thunderbike.de, Internetshop anklicken, Karte raussuchen, anklicken, bezahlen und glücklich sein. The Boss Hoss kommen am 1. August mit voller Kapelle zu Thunderbike nach Hamminkeln. Als Vorbands spielen Viper, Sniper und die Picture Books. Viel Platz ist nicht, deshalb ran an die Karten und jetzt mit Radio KW schon mal einstimmen auf den 1. August. The Boss Hoss, Don't Gimme That, der beste Mix für den Mittwochnachmittag hier im Kreis Wiesel.